ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und so sehr liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ich danke dir, dass du mich kennst und so sehr liebst. Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als wahrer Gott und Mensch warst du hier. In allem uns gleich und doch ohne Schuld. Barmherzig, voller Geduld. Und ich danke dir, dass du mich kennst und so sehr liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ich danke dir, dass du mich kennst und so sehr liebst. Und ich danke dir, dass du mich kennst und so sehr liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ich danke dir, dass du mich kennst und so sehr liebst. Ein fröhliches Gemäuer aus dem Gemeindehaus in Dilbrecht zum dritten Gottesdienst in diesem Jahr. So, jetzt wieder auf Hochdeutsch. Der Wochenspruch lautet: Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Lukas 13, Vers 29. Da ist eine Aussage Jesu, dass einst Menschen aus allen Völkern und allen Teilen der Welt Anteil am Reich Gottes bekommen. Im Wort Gottes ist nirgendwo die Rede davon, dass bestimmte Konfessionen oder Gemeinschaften die allein waren oder seligmachenden sind. Jeder Einzelne wird nicht aus seiner Verantwortung herausgelassen. Ein schlauer Mann hat einmal gesagt: Wenn ich einmal in den Himmel komme, werde ich mich über drei Dinge wundern. Einmal darüber, dass all die Frommen, von denen ich meinte, sie seien drin, nicht drin sind. Dann darüber, dass alle die drin sind, von denen ich das nie erwartet hätte. Und am meisten werde ich mich darüber wundern, dass ich selbst drin bin. Ich wünsche uns einen schönen und gesegneten Gottesdienst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Letzte Woche ging es um Wein, heute geht's ums Essen. Und ich habe da gehört, in einem Restaurant bestellt ein Mann eine Forelle. Herr Ober, eine Forelle bitte. Und der Mann am Nachbartisch ist ungeduldig und ruft: Herr Ober, für mich bitte auch eine Forelle, aber eine schöne frische. Und daraufhin geht der Ober zur Küche, ruft in die Küche: zweimal Forelle, davon eine frisch. Jesus sagt euch: Wendet euch mir zu, so werdet ihr gerettet.
denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Wir beten gemeinsam mit Worten aus Psalm 67. Gott, schenke uns seine Gnade und segne uns. Sein Angesicht soll unter uns leuchten. So wird man auf der Erde deinen Weg erkennen und bei allen Völkern deine heilvolle Zukunft. Dich, Gott, sollen die Völker preisen. Alle Völker zusammen sollen dich preisen. Nationen sollen sich freuen und jubeln, denn du sorgst für ein umfassendes Recht. Du lenkst die Nationen auf der Erde. Dich, Gott, sollen die Völker preisen. Alle Völker zusammen sollen dich preisen. Das Land hat uns eine reiche Ernte beschert. Gott, unser Gott, gab uns den Segen. So segne uns Gott. Menschen aus allen Teilen der Erde sollen ihm mit Ehrfurcht begegnen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Dreieiniger Gott, du hast uns für ein Leben bestimmt, das immer wieder von Freude gekennzeichnet ist. Zur Freude und zur Liebe hast du uns geschaffen. So schenke, dass wir einander glücklich machen, dass wir uns im Alltag beschenken mit Freude und Liebe. Vor allem gib uns ein Herz, das nicht stehen bleibt bei dem Schweren in diesem Leben. Zeige du dich, Jesus, in deiner Gerechtigkeit, in der Gerechtigkeit, die du uns Menschen schenkst, dass wir freuen uns an dir, weil du in der Freude, die du uns schenkst, uns Stärke gibst. Danke, Jesus, für deine Barmherzigkeit und danke, dass die Gerechtigkeit Gottes durch dich in unser Leben gekommen ist, damit wir gerechtfertigt, gerecht gemacht und heilig vor Gott stehen. So bitte ich dich, Heiliger Geist, öffne du die Augen und Ohren unseres Herzens, damit wir hören, mit dem Herzen hören, was du uns heute zu sagen hast. Wir bitten dich, schenke du uns das Wunder deines Wirkens in diesem Gottesdienst und in der kommenden Woche. In Jesu Namen. Amen. Wir hören nun Worte aus der Heiligen Schrift, aus dem Römerbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 17. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich unter euch Frucht schaffe, wie auch unter anderen Heiden. Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nicht-Weisen bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Fröhlich werden die, die Gottes Worte hören und im Herzen bewahren. Halleluja.
durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Hilfest von Schanden, rettest von Banden, wer dir vertraut, hat wohl gebaut, wird ewig bleiben, Halleluja. Zu deiner Güte steht unser Gemüt, an dir wir kleben, in Tod und Leben, nichts kann uns scheiden. Nicht schaden, Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du hast in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren, mit hellem Schall freuen uns all zu dieser Stunde, Halleluja. Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein dort droben mit Herz und Munde, Halleluja. Halleluja. Himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Hilfest von Schanden, rettest von Banden, wer dir vertraut, hat wohl gebaut, wird ewig bleiben, Halleluja. Zu deiner Güte steht unser Gemüt, an dir wir kleben, im Tod und Leben, nichts kann uns scheiden. Die Gnade Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Leider ist mir heute nicht eingefallen, wie ich die Predigt beginnen soll. Da habe ich hier die Männer an der Technik gefragt. Was würdet ihr wohl meinen, wäre die Antwort gewesen, wenn ich die Menschen, die heute hier sonst gewesen wäre, gefragt hätte an Silvester, was wäre euer Wunsch fürs Jahr 2021 gewesen? Und naja, wahrscheinlich wäre doch bei den meisten die Antwort dieselbe gewesen, dass doch Corona irgendwie weggehen würde. Dass die Situation sich verbessert, dass ich rauskomme aus dieser Starre, wo ich nicht weiß, wie geht's weiter, was kann ich überhaupt machen im nächsten Jahr, welche Ziele kann ich erreichen. Ziele können wir bestimmt noch erreichen im Jahr 2021. Aber heute möchte ich euch mit hineinnehmen in eine Bibelgeschichte eines Traumpaares aus Bethlehem, ein angesehener Bauer und seine schöne Frau, sind mit ihrem Latein am Ende, haben keine Hoffnung mehr. Ich nehme euch rein mit in das Buch Ruth. Es handelt sich um Elimelech und Naomi. Naomi heißt die Schöne. Sie haben keine Hoffnung mehr, dass sich in ihrem Land was zum Besseren bewegt. Sie haben keine Hoffnung mehr, dass die Hungersnot, die da herrscht, bald vorübergehen wird. Er, ein Bauer mit Land, sie, die Schöne. Sie entschließen sich, mit ihren beiden Söhnen auszuwandern. In den unbequemen Weg zu gehen, aber
der Weg, der ihnen am naheliegendsten schien. Und es waren gewiss keine armen Leute, wie sich im Lauf der Geschichte herausstellen wird. Sie haben auf jeden Fall etwas gespart. Sie waren nicht arm, sind so ins Nachbarland ausgewandert, in das verspottete Moab. Moab heißt vom Vater. Also die Israeliten, immer wenn sie von ihrem Nachbarvolk geredet haben, haben sie darüber gespottet, verächtlich hinabgeschaut auf dieses Volk, dessen Ursprung darin lag, im Inzest zwischen Vater und Tochter. Moab heißt vom Vater. In dieses Land sind sie gezogen, in dieses Land, das in bitteren Konflikt stand mit Israel. Ich erinnere nur an Richter, das Buch Richter. Da ist die Rede von dem Juden Jehud, der zu dem moabitischen König Eglon geht, wo sie 18 Jahre lang tributpflichtig waren. Er geht mit seinem Tribut hin und mit einem Trick schafft er es, dass der Raum sich leert, dass der König alle Menschen rausschickt. Er trickst weiter, sagt, ich habe ein Wort Gottes von dich und für dich, und zieht sein verstecktes Schwert und rammt es ihm in den Bauch. Kein gutes nachbarschaftliches Verhältnis. Und doch gehen sie dorthin. Diese Wirtschaftsflüchtlinge, wie man heute sagen würde, auf die man so ein bisschen herabschaut, so nach dem Motto, was wollen denn die hier bei uns? Die sind doch gar nicht die Ärmsten der Armen, die sich auf den Weg gemacht haben. Die haben ja schließlich Geld in die Hand genommen, um überhaupt sich in Bewegung setzen zu können. Die brauchen wir hier nicht. Wir haben auch hier arme Leute. Das wäre ein nationaler Egoismus, den ich so in der Bibel nicht finde, auch nicht im Alten Testament. Aber sie gehen. Sie gehen in die Fremde und sie schaffen es dort, Fuß zu fassen, ja wieder wirtschaftlich tätig zu werden als Bauern. Und es läuft erstmal einigermaßen, doch dann stirbt Elimelech. Die Witwe sieht zu, dass die Söhne heiraten. Sie heiraten moabitische Damen. Und das geht wirklich nur, wenn man ein gewisses Kapital hat. Wenn man unten geblieben wäre in der Gesellschaft, dann wäre das gar nicht möglich gewesen. Und so heiraten also Machlon und Kilion diese Damen, auch wenn leider kein Nachwuchs kommt. Doch bald drauf stirbt ein Sohn nach dem anderen und Naomi steht hilflos da. Denn als alleinstehende Frau war man nicht rechtsgeschäftsfähig in den damaligen Gesellschaften. Man war wie ein Nichts, ein Niemand. Und dazu noch diese beiden Schwiegertöchter. Und so überlegt sie und sie macht sich Gedanken und sie bekommt noch einmal Hoffnung. Hoffnung, die in Jahwe selber liegt, in dem Gott, der sagt, ich bin da, ich bin für dich da, ich bin der ich bin. Dieser Jahwe, er taucht wieder auf in Bethlehem, im Haus des Brotes, in Brothausen könnte man übersetzen, und schenkt dieser eigentlich reichen Gegend wieder eine gute Ernte. Davon hat sie gehört und sagt, ich mache mich wieder zurück auf den Weg in meine Heimatstadt. Und so gehen sie zu dritt. Naomi denkt nach. Sie denkt nach, was denn wohl mit den beiden Schwiegertöchtern wird, wenn sie nach Bethlehem kommen. Und sie kann sich nicht vorstellen, dass dies den Witwen dort in Israel gut gehen wird, diesen Moabiterinnen, auf die man herabschaut. Und sie macht den beiden inständig klar, mit rational sehr wohl durchdachten Argumenten, warum es besser ist, dass sie zurückgehen und sich in ihrem Heimatland einen anderen Ehemann suchen. Denn für in Israel gibt es für sie doch wohl kein Leben, keine Hoffnung, keine Zukunft, kein Brot, kein Mann, keine Söhne. Also, was wollt ihr da? Das wäre doch wohl ein Albtraum. Und genau in diese Situation hinein
sagt dann die eine Schwiegertochter diese Worte, die so bekannt sind. Während die andere Schwiegertochter sich doch hat umstimmen lassen und wieder zurückgeht. Und so sagt die eine Schwiegertochter, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr, also Jahwe, der tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Das heißt, diese Frau, sie hat das Zeugnis angenommen, das Lebenszeugnis von Naomi, das sie abgelegt hat von Jahwe. Und sie hat ihr Vertrauen in diesen Gott gesetzt. Und im Deutschen, in dieser Übersetzung, die ich hier vorgelesen habe, da klingt das so ein bisschen poetisch, fast lyrisch. Aber im Ursprungstext klingt das nach harten Worten, nach harten, bestimmten Worten. Und ich will es versuchen wiederzugeben. Wo du hingehst, ich hingehe. Wo du bleibst, ich bleibe. Dein Volk, mein Volk. Dein Gott, mein Gott. Wo du stirbst, ich sterbe. Da will ich auch begraben werden. Worte, die Kraft in sich tragen, die Bestimmtheit in sich tragen, die sagen nichts anderes, ich mache einen Bund mit dir, ich bleibe bei dir, ich lasse dich nicht alleine gehen. Und diesen Bund besiegle ich bei Gott selbst, bei diesem Jahwe, von dem sie ja noch nicht wissen konnte, dass seine Natur Gnade und Liebe ist. Aber sie hatte wohl schon eine Ahnung davon. Sie konnte es ja noch nicht wissen, weil noch nicht die volle Offenbarung Gottes in Jesus Christus da war. Weil noch nicht die volle Offenbarung der Liebe Gottes und der Annahme und der Gerechtigkeit Gottes und der Gnade Gottes da war. Da war eher die Rede von der Hand Gottes, die normalerweise ausgestreckt wurde von Gott, um zu strafen, um zu zeigen, das, was ihr gemacht habt in Israel, war nicht richtig. Das Gericht Gottes steht für die Hand Gottes. Aber hier war es, dass Gott kommt und er straft nicht, sondern er bringt dem Land Regen und neue Fruchtbarkeit. Und so gibt es in diesem Neuanfang, den Naomi mit der Ruth erlebt, einen doppelten Neuanfang. Es ist doch irgendwie in der Bibel immer so, dass Menschen sich zwar von Gott abwenden, aber dass es immer Menschen gibt, die bleiben ihm treu. So ein Rest, der übrig bleibt. Und dieser Rest, der ihm treu bleibt, das ist für Gott genug, um aus diesem kleinen Rest etwas Neues zu machen, etwas, was aufgeht. So wie Sauerteig bewirkt, dass Brot aufgeht. So wie ich mir gerade vorstelle, ein richtig frisch gebackenes Sauerteigbrot. Ach, wie es gut riecht und wie man den Geschmack schon im Mund fast schon hat, schon beim Geruch. Das ist der Neuanfang. Da geht sie also verbittert zurück, aber doch nicht allein. Und ein zweiter Neuanfang ist gelegt, nämlich, dass das Wort Gottes aufgehen wird, nicht nur in Israel, sondern dass es aufgehen wird in den Völkern. Und so kommt durch diese gemeinsame Wanderung von Moab zurück nach Bethlehem ein Symbol dafür in die Bibel, dass das Wort aufgehen wird unter den Völkern. Und so wandert dieses Fremde hinein in den Stammbaum Jesu. So kommt es hinein. Diese Frau aus diesem Volk, das von den Israeliten so verachtet wurde. Auch wegen ihres ganzen Götzendienstes. Und so wird es dann also wohl kommen, dass Menschen kommen werden vom Osten und vom Westen, vom Norden und vom Süden, die am Tisch sitzen werden, am Tisch des Herrn und im Reich Gottes, das angebrochen ist in Jesus Christus, angebrochen ist in Brothausen, in Bethlehem. Angebrochen ist mit dieser Gnade, mit dieser Gerechtigkeit Gottes, von der wir auch
vorhin im Römerbrief gehört haben, diese Gerechtigkeit Gottes. Ich habe es letzte Woche vielleicht vergeblich, aber ich probiere es nochmal, vielleicht vergeblich den Konfis versucht zu erklären. Da ist also, sind zwei Worte, ein Nominativ, die Gerechtigkeit, und Gottes Genitiv. Zwei Worte mit Nominativ und Genitiv verbunden. Im Deutschen scheint es eine ganz klare Sache zu sein. Nein, im Deutschen ist das Verständnis eindeutig. Gerechtigkeit Gottes heißt sowas in der Richtung wie: Gott ist gerecht. Er ist vielleicht die perfekte Gerechtigkeit. Das lässt sich sagen über die Gerechtigkeit Gottes, wenn wir die beiden Worte hören im Deutschen. Und mit diesen beiden Worten hat Martin Luther gerungen. Das war der Ausgangspunkt der Reformationsbewegung in Deutschland. Diese beiden Worte haben nämlich entscheidend dazu beigetragen, dass ihm klar geworden ist, was Gnade bedeutet. Nicht, dass ich als Mensch versuche, durch Gebet, durch Fasten, durch gute Werke, diese Gerechtigkeit Gottes zu erreichen. Und immer wieder stolpere und feststelle, ich schaffe es nicht. Ich bin ja auch nicht Gott. Nein, diese Verbindung heißt, das ist die Gerechtigkeit, die Gott gibt. Darum geht es. Und deswegen heißt es auch heute noch in der Übersetzung nach Martin Luther nicht einfach nur wortwörtlich Gerechtigkeit Gottes, weil das wäre, ist missverständlich, sondern da wird übersetzt mit die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, also die Bestand hat. Die Gerechtigkeit, die in den Menschen kommt, von Gott in Jesus Christus. Das, was Martin Luther Rechtfertigung genannt hat. Und das alles ist schon angelegt in dieser Bewegung von der Ruth aus Moab nach Brothausen in Bethlehem. Und so wünsche ich uns, dass wir es neu begreifen, dass wir gerechtfertigt sind, dass wir heilig und rein sind vor Gott in Jesus Christus, nicht aus eigener Kraft. Und dass wir aus dieser Gnade heraus fröhlich leben, unser Christsein, fröhlich das Brot des Lebens in uns aufnehmen, uns stärken lassen von den Worten, die wir in der Bibel finden, die lebendig werden in Jesus Christus und in uns kommen durch den Heiligen Geist. Und so freut euch, denn der Friede Gottes, der so viel höher ist als all unser Denken, bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Wir beten gemeinsam. Vater im Himmel, wenn wir nur daran denken, dass schon über 50.000 Menschen an Corona gestorben sind oder mit Corona, dann bitten wir dich, nimm du uns die Angst vor Krankheit, nimm du uns die Angst davor, uns anzustecken. Wir bitten dich, wenn wir uns fürchten, dass wir uns nicht verwirren in unseren Gedanken, dass wir keine verworrenen Gedanken aufsaugen. Bewahre uns davor, gerade jetzt, wo so viele Menschen diesem seltsamen QAnon zugehört haben und sich auf Irrwege begeben haben, obwohl sie doch eigentlich dein Wort kennen.
bewahre du uns. Bewahre du unsere Seele. Ja, mehr als alles schütze du, Heiliger Geist, unsere Seele. Gerade in diesen stürmischen Zeiten. Jesus Christus, bitte schenk du uns die Geduld und die Kraft, die wir brauchen, um durch diese Zeit zu gehen. Jeden Tag neu. Schenke du uns einen klaren Geist und nimm die Verworrenheit von uns, dass wir in Klarheit und Liebe deine Worte weitersagen. Dass wir mit Liebe und Großzügigkeit anderen Menschen begegnen. Nicht, um etwas zurückzubekommen, sondern um zu geben aus der Fülle, die du uns gegeben hast. Danke, dass in dir, Jesus, die Fülle ist, die Fülle der Versorgung in allen Dingen, die wir brauchen. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, stärke du unseren Glauben, dass er nicht wankt in diesen Zeiten. Dass die Ehrfurcht vor dem Leben immer bestehen bleibt. Dass wir auf niemanden herabschauen. Und dass wir festhalten an der Hoffnung, die den Tod besiegt und überwindet. Wir bitten dich, Jesus, für die Neuausrichtung der Politik in den USA, dass wieder Frieden einkehrt in die Beziehungen nach Europa, dass das, was aufgewühlt worden ist, sich widersetzt und dass es neue konstruktive Anfänge gibt. Wir bitten dich, dass du mitten hineinkommst, denn du bist der Herr der Welt und du regierst und du herrschst. Und so bitten wir dich, dass Menschen, die trauern, es erleben, dass du lebst, regierst und herrschst. Wir bitten dich für die Hinterbliebenen von Emmy Hein, dass du bei ihnen bist, dass die Gedanken an ihre fröhliche Glaubensart sie stärken und sie über den Verlust hinwegtrösten. Danke, dass du bei ihr warst. Danke, dass du bei uns bist. Und so beten wir, wie du selbst es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht unter dem Segen Gottes in die kommende Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.